Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Das Video ist jetzt nur ein ganz kurzes Video, was ich dir nur mal so präsentieren möchte. Hier zeige ich, wie das Auto einen Tag vor der Autoübergabe mir vorgestellt wurde. Hier hat der Autohändler selber ein kurzes Video gemacht, im Internet veröffentlicht und mir zur Verfügung gestellt, damit ich live sehe, wie das Auto ausschaut. Und dabei wurde auch der Termin mit mir vereinbart. Hier kurz zum Video. Also ich konnte mich dann einloggen über einen Link. Das ist der Konzessionär in Bozen, Südtirol, in Italien. Dann kann man sich das Video anschauen. Hier im Großformat. VW-Logo klarerweise. Hier ist das Auto, das wird derzeit noch gerade vollgeladen. Das Auto wird kurz vorgestellt per Video. Der Verkäufer präsentiert mir das Auto. Er sagt, das Auto ist jetzt fertig, es wird noch aufgeladen und morgen um vereinbarten Termin kann ich das Auto dann abholen. Ich finde das relativ einen guten Service am Kunden, sodass er sieht, aha, das Auto ist da. Und die Vorfreude war ja sehr groß, das Auto zu bekommen. Ich denke, das betrifft auch recht viele von euch, die gerade auf ihren E-Up warten. Gut, das war's heute zu diesem kleinen kurzen Video. Ich möchte euch fragen, wie verlief eure Autoübergabe, Auto und beziehungsweise auch Autovorführung? Bitte teilt mir das in den Kommentaren unten mit. Bin gespannt, ob das ähnlich gut ablief. Okay, servus, ciao. Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-Up auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche. Dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.